ganze Institut um einen Gewinn zu erwirtschaften, der Aktionäre, sondern als eine öffentliche Aufgabe, als soziale Infrastruktur. Und genau, das ist nochmal das Problem, vielleicht noch kurz zu verdeutlichen. Die Bundesverband der Energieverbraucher schätzt, dass es pro Jahr 600.000 bis 800.000 Stromsperren in Deutschland gibt. Der Senat wurde ja neulich im Abgeordnetenhaus gefragt, was es denn für Berlin bedeutet. Für Berlin lässt sich das nicht so genau sagen, weil da müssen Vattenfall Zahlen herausgeben und gibt sich dazu nicht bemüßig. Die Schätzungen der BEWAG oder die exakteren Zahlen der BEWAG von 2004 beliefen auf 25.000 und der Senat schätzt, dass das auch weiter ungefähr so geblieben ist. Genau. Die Energiearmut oder die soziale Frage in der Energieversorgung ist ja nicht nur hier ein Thema. Das gibt's, es gibt also international innovative Beispiele für den Umgang mit dem Thema. Es gibt insbesondere in England dann eine große Debatte. Es gibt aber auch in Deutschland Sozialtarifen, zum Beispiel E.ON bietet sowas an oder einzelne Stadtwerke. Und genau in diesem Sinne wollen wir dem Stadtwerk, das wir gründen möchten, den Auftrag erteilen, Energiearmut entgegenzuwirken und da tätig zu werden. Konkret, was wir jetzt im Gesetz festgeschrieben haben, bedeutet das zum Beispiel Energieberatung auch im Hinblick auf einen Aspekt oder in kritischen Beurteilungen darauf hin, dass eben zum Mieter durchgeführt wird. Kann auch zum Beispiel Gehälter zu ihren, die Stromrecht dafür fragen, für den Stromrecht bleiben. Allgemein besteht im Bündnis eine Übereinstimmung, dass es grundsätzlich ein Problem gibt mit dem aktuellen Hartz-IV-Gesetz. Dass es also eigentlich eine Regelung auf Bundesebene bräuchte, mit der man das entsprechend aufgreift, die Frage, dass also ja, alle die erforderlichen Energie, den erforderlichen Zugang zur Energie haben. Solange es diese Regelung nicht gibt, ist auf Berliner Ebene sowas wie ein Sozialtarif erforderlich, eine Berliner Regel. Aber das ist jetzt kein genauer Gegenstand des Volksbegehrens, weil im Abstimmungsgesetz ist vorgesehen, dass über Tarife nicht abgestimmt werden kann. Von daher ist das sozusagen unsere allgemeine Schlussfolgerung. Genau, dann vielleicht noch ganz kurz, die sozialen Kriterien sehen wir aber auch auf der Seite der Beschäftigten. Es ist ja so, also Vattenfall hat sich ja dadurch ausgezeichnet, es wurde ja die BEWAG übernommen aus der öffentlichen Hand im Endeffekt und dann verschlagen, aufgeteilt in verschiedene Teilunternehmen. Eine Servicegesellschaft hier und eine Servicegesellschaft da, so auf der Ebene. Und gegen diese Form von Outsourcing, also dass man den Vertrieb nach Hamburg verlagert wurde, sowas wollen wir wieder ein integriertes Unternehmen, das alle Aufgaben aus einer Hand wahrnimmt. Und wir gehen da auch so weit, dass wir sagen, für die Beschäftigten ist es notwendig, dass denen eine Sicherheit gegeben wird. Die Bestandsgarantie, dass ihre die Beschäftigten der Vattenfall derzeit aus dem Netzbereich, die dann übernommen werden zu ihren bestehenden Bedingungen. Genau, das ist sozusagen der zweite Aspekt. Die Dimension. Vielen Dank, Herr Bello. Ich wollte jetzt das Wort weitergeben an Herrn Beuth, an das Thema Beuser, mit dem wir über demokratische Ausgestaltung sprechen. Bitte. Ja, guten Morgen. Also ein Stadtwerk und auch ein kommunaler Netzbetreiber sind jetzt nicht automatisch ökologisch und sozial ausgestattet. Also wenn wir das jetzt umsetzen würden, dann sind wir die Einrichtung dieser beiden Gesellschaften, die dann vom Land Berlin betrieben werden, also sind immer automatisch, dass auch mal alle Ziele umgesetzt werden. Ganz entscheidend, um tatsächlich jetzt ein innovatives Stadtwerk hinzubekommen, ist daher noch ein anderer Aspekt und vor allem eine höhere Transparenz für das öffentliche Unternehmen, eine stärkere Bürgerbeteiligung und damit demokratische Kontrolle. Und da die dritte Säule neben ökologisch und sozial die Demokratie. Aber damit dann auch vermeiden, dass sozusagen weiterhin alles etwas im Geheimen und intransparent abläuft. Also die Berliner Flughafengesellschaft ist dafür ja ein bekanntes schlechtes Beispiel, wie ein öffentliches Unternehmen nicht funktionieren kann.
kann. Die ist aber eben auch nicht kontrollierbar, weil schlicht und einfach die meisten Dokumente dann geheim sind. Anderes Beispiel wäre die Deutsche Bahn, die sich ja auch nicht gerade durch eine hohe Transparenz auszeichnet, obwohl sie zu 100% dem deutschen Staat gehört. Deshalb ist die Säule entscheidend mit verschiedenen Komponenten, also zum einen die Pflicht tatsächlich auch Bürgerbeteiligung zu machen, also auch die entsprechenden Veranstaltungen anzubieten, im Gesetz niedergelegt, aber auch das Initiativrecht von Seiten der Bürgerinnen und Bürger, und sagen wir mal der Geschäftsführung, dem Verwaltungsrat, auch Fragen zu stellen, beziehungsweise auch Ideen tatsächlich einbringen zu können, die dann sozusagen das Stadtwerk hier aufgreifen kann und konkret umsetzen kann und damit tatsächlich hier ökologisch-sozial die Speerspitze in Deutschland zu übernehmen und zu zeigen, wie man Energiewende macht. Der andere Aspekt ist aber auch mitentscheidend, dass im Verwaltungsrat, also im Aufsichtsgremium, der an die Geschäftsführung der jeweiligen Gesellschaft dass diese Menschen dann eben nicht bestimmt werden von der Senatsverwaltung, sondern zum einen die Arbeitnehmervertreter, 6 Stück, dann zwei von der zuständigen Senatsverwaltung, dann aber auch 6 Menschen, die direkt gewählt werden und damit sozusagen dann als im Auftrage der Berlinerinnen und Berliner Geschäftspolitik jeweils kontrollieren, aber eben auch mit Impulse setzen und tatsächlich zu erreichen. Da muss man sagen, gleich über quasi zu Michael Effler, der was zum Zwischenstand sagen wird, bei Netzen und beim Thema Stadtwerk, da zeigen, dass da durchaus die Koalition, die Regierungskoalition die Sachen vorstellen können, die mehr oder weniger totale Wüste auch bei ihnen sind, die Vorstellung, wie kann tatsächlich Bürgerbeteiligung transparent und demokratisch kontrolliert gesichert werden, deshalb auch mit einer der Punkte auch mal. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass trotz Passwort so viele Menschen hier gekommen sind. Ja, warum machen wir eigentlich weiter? Warum sind wir so verbohrt und einigen uns nicht einfach mit dem Senat und den Abgeordneten aus? Ganz einfach, um es von der Formel zu bringen, weil das, was die Koalition auf den Tisch gelegt hat oder angekündigt hat, zu wenig ist, weil es zu unverbindlich ist und weil es zu halbherzig ist. Das will ich jetzt noch ein bisschen sortieren. Fangen wir an mit dem Netz, mit dem Stromnetz. Da ist eigentlich außer der Gründung einer Hülle, Berlin Energie nennt, jetzt sich wenig passiert. Berlin Energie ist das Unternehmen oder besser gesagt eine Beratstelle in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung mittlerweile, die sich beworben hat um die Konzession für das Berliner Stromnetz. Es hieß, dass bis Ende Dezember ein Zwischenbericht vorgelegt wird, in dem mal klargestellt wird, was muss eigentlich Berlin Energie tun, damit es überhaupt zuschlagsfähig wäre. Dieser Zwischenbericht ist verschoben worden, Ende März. Das heißt, wir wissen noch nicht mal, was zu tun wäre, schweige denn, dass es wirklich dazu kommt, dass das auch getan wird. Davon mal abgesehen gibt es auch äußerst unterschiedliche Leidenschaften in der Koalition, was das Thema Stromnetzrückkauf angeht. Beispielsweise konnte ich mich schon mehrfach davon überzeugen, dass der energiepolitische Sprecher der CDU, Herr Gerner, eigentlich gar nichts davon hält und immer wieder darauf verweist, dass doch das Unternehmen Berlin Energie keinerlei Kompetenzen hat, keinerlei Netzerfahrung hat, nicht an die ausreichend bezahlt von Mitarbeitern rankommt und deswegen doch im Wettbewerb vermutlich keine Chance hätte. Und das ist natürlich keine gute Grundlage. Auch im Senat sehen wir noch nicht wirklich eine ernsthafte Bereitschaft, alles zu tun, damit die Rekommunisierung Erfolg haben kann. Es war ja auch so, dass es eine kleine Posse gab um die Frage der Zuständigkeit. Pressberichte zutreffen, wurde die Zuständigkeit verlagert für das Senatsverwaltung für Finanzen und zunächst einmal wollte niemand anderes die Zuständigkeit haben in wichtigen Bereichen. Jetzt ist es dann doch bei der Senatsverwaltung Stadtentwicklung gelandet. Also da haben wir wirklich nicht die Wahrnehmung, dass da entscheidend im Augenblick was vorangetrieben wird. Zum Stadtwerk. Hier sind wir insofern einen Schritt weiter, weil da vor kurzem ein Gesetzentwurf sowie ein Antrag vorgelegt worden ist. Wir haben dazu eine ausführliche Stellungnahme abgegeben, die wir uns einstimmig im Energietisch auch beschlossen haben. Die können Sie auf der Homepage nochmal in Ruhe nachlesen. Die Kernkritik, die wir an diesen beiden Texten haben, ist eigentlich folgende, nämlich dass im Wesentlichen die Teile, die für uns entscheidend sind, in einem unverbindlichen Antrag untergebracht worden sind, nämlich in einem Antrag, in dem Grundsätze definiert werden für ein Stadtwerk, sage ich jetzt mal. Wobei
spricht, weil selbst das noch umstritten ist, der Begriff Stadtwerk ist in der Koalition noch nicht besetzt. Die wesentlichen Dinge stehen also nur in einem unverbindlichen Appell drin, die dieses Unternehmen berücksichtigen soll. Ob es das dann tut, wissen wir nicht, das wird dann später im wesentlichen Konsulat entschieden. Das ist uns dann doch zu wenig. Und da geht es um solche Dinge wie zum Beispiel das entscheidende Ziel von 100% erneuerbare Energien. Wir wollen 100%, das ist vorhin ausgeführt worden, erneuerbare Energien langfristig für Berlin haben. Und das ist nicht fest in einem Gesetzentwurf drin. Auch soziale Aspekte sind völlig unterbelichtet, sind wenig handhabbar. Der Begriff Energiearmut taucht nicht ein, auf. Es gibt keinerlei Bestimmungen, die zum Beispiel Stromerklemmung verhindern würden und so weiter und so fort. Ein wirklicher Lapsus in dem Gesetzentwurf in dem Fall ist dann die Bezugnahme, dass das Stadtwerk, ich nenne es jetzt mal so, nur selbst produzierte Energie vertreiben darf. Das bedeutet also, dass wenn der Gesetzentwurf so beschlossen wird, dass dieses Unternehmen keinerlei Energie vom Markt ankaufen könnte. Das ist aber möglicherweise langfristig, wäre das durchaus eine Überlegung, die man sich anschließen kann, aber für eine Übergangsphase, bis ein Unternehmen, bis ein Energieversorger sich am Markt etabliert hat, braucht es mehrere Jahre. In dieser Zeit ist es völlig unmöglich, dass man nur mit eigenproduzierte Energie wirklich vom Fleck kommt. Zum Beispiel Hamburg Energie macht das ganz deutlich. Die haben innerhalb von 3 Jahren 100.000 Kunden gewonnen, aber haben auch bis jetzt nur einen Eigenproduktionsgrad von 15%. Und diese Beschränkung ist wirklich eine Fesselung, die dazu führen wird, dass es bei einem Mini-Stadtwerk bleiben würde und völlig inakzeptabel für uns. Überhaupt ist die ganze Konstruktion, dass dieses Stadtwerk ein Tochterunternehmen der Berliner Straßenreinigung werden soll, äußerst fragwürdig. Wir haben ein anderes Konzept, wir haben gesagt, wir wollen ein eigenständiges Unternehmen, eine eigenständige Anstalt öffentlichen Rechts. Die Koalition hat den Vorschlag gemacht, das Ganze als ein Tochterunternehmen der BSR auszugestalten. Die BSR wird sicherlich und soll sicherlich eine Rolle spielen bei der kommunalen Energieversorgung Berlins, gar keine Frage, aber ich glaube, die Idee, das zentral bei der BSR anzusiedeln, ist keine besonders kluge Idee, weil nur die BSR ein anderes Kerngeschäft hat. Wenn man das aber will, dann müsste man vorher doch zumindest mal mit den Beteiligten sprechen. Das ist wirklich, wirklich traurig, ein Beispiel für das konzeptionelle Chaos in der Koalition, dass die Chefin der BSR diese Idee des Tochterunternehmens bei ihrem Unternehmen aus der Zeitung erfahren hat. Dass kein Mensch aus der Koalition es für nötig gefunden hat, vorher mit ihr zu sprechen. Mittlerweile, so hat auch eine Anhörung jetzt ergeben, scheint die Idee, dass die BSR jetzt die entscheidende Rolle spielt bei einem Stadtwerk, möglicherweise sogar schon wieder vom Tisch zu sein. Jetzt kommt es stärker die Berliner Energieagentur ins Spiel. Auch da sage ich, kann ich mir gut vorstellen, dass Teile dessen, was die Berliner Energieagentur macht, sich in einem späteren Stadtwerk wiederfinden. Aber mit der Eigentümerstruktur, die wir vorfinden, nämlich mit den Anteilen von Vattenfall, auf der beherrschenden Stellung der Privaten, ist es völlig undenkbar, dass das wirklich das Berliner Stadtwerk wird. Und wenn man das will, dass die Energieagentur hier eine wichtige Rolle spielt, dann muss man erstmal mit den jetzigen Eigentümern reden und über die Käufe der entsprechenden Anteile behandeln. Das ist auch noch nicht geschehen. Es gibt keinen Zeitplan für das Stadtwerk, es gibt kein Finanzkonzept, kein Geschäftsplan. Konzeptionell ist da relativ wenig auf den Weg gebracht. Letzter Punkt, was schon angesprochen worden ist, zur Demokratie. Das Einzige, was die Koalition zuzustehen bereit ist, ist ein unverbindlich arbeitender Beirat, dessen Kompetenzen, Zusammensetzung noch sehr nebulös sind, aber es ist völlig undenkbar aus unserer Sicht, dass mit einem Beirat alleine eine wirkliche demokratische Kontrolle erreicht werden kann. Wir wollen ja nicht nur mit Beteiligung, mit Bestimmung, wir wollen auch eine demokratische Kontrolle. Das geht mit einem Beirat nicht. Abschließend, alles, was die Koalition bisher gemacht hat, hat sie nur unter Druck gemacht. Sie hat es nicht freiwillig gemacht, sie hat es deshalb gemacht, weil wir als Energietisch Druck gemacht haben, weil wir erfolgreich die erste Stufe hinbekommen haben. Wenn wir jetzt uns geeinigt hätten auf dieser Grundlage, würden wir den ganzen Druck aus dem Kessel nehmen. Das wäre ein schwerer strategischer Fehler gewesen. Das hat den Energietisch dazu gebracht, einstimmig behutsam zu entscheiden, wir machen weiter, wir wollen den Druck im Kessel lassen und dafür sorgen, dass der Senat seine Arbeit macht. Dann wird es hoffentlich auch ein gutes Ergebnis geben. Das war sehr interessant und aber gleichzeitig bin ich ein bisschen erschrocken, was Sie alle so aufgedeckt haben. Also bin ich dann doch nicht drin, das wäre langsam wirklich einstimmig. Jetzt wird uns in den zeitlichen Ablauf Frau Winzler noch erklärt. Ich wollte jetzt eben noch was zum Zeitplan und zur praktischen Umsetzung in den nächsten 4 Monaten sagen. Und zwar werden wir ja von heute an bis zum 10. Juni Unterschriften sammeln. An diesem Tag müssen die Unterschriften abgegeben werden und bis dahin wollen wir 200.000 Unterschriften mindestens sammeln, um auch sicher zu gehen, dass das notwendige Quorum von 173.000 Unterschriften erreicht werden kann.
Höhepunkt von der viermonatigen Sammelphase wird ein dreiwöchiges Sammelcamp im Mai sein. Dazu werden wir deutschlandweit mobilisieren und einladen. Es können also Aktive und Engagierte aus anderen Städten in diesen drei Wochen nach Berlin kommen. Die werden von uns einquartiert und es wird auch ein Kulturprogramm dafür geben. Und ja, damit hoffen wir eben, eine erfolgreiche Sammelphase hinzubekommen. Nach Abgabe der gesammelten Unterschriften am 10. Juni muss dann deren Gültigkeit von den Bezirksämtern geprüft werden. Und das Gesamtergebnis wird dann anschließend im Amtsblatt veröffentlicht. Danach, wenn das erforderliche Quorum eben von 173.000 Unterschriften erreicht ist, muss der Senat innerhalb von 2 Wochen einen Termin für den Volksentscheid festlegen. Und dieser Termin muss dann innerhalb von einer Frist von 4 Monaten nach Veröffentlichung des Ergebnisses des Volksbegehrens liegen. Und damit ist auch eben die wichtige Kopplung an die Bundestagswahl im September möglich, was natürlich von unserer Seite sehr gewünscht ist, aber auch von Seite des Gesetzgebers sollte es eigentlich ebenfalls gewünscht sein, weil somit natürlich erhebliche Kosten gespart werden können und auch die Wahlhelfer nicht nochmal extra eingestellt werden müssen. Ja, und jetzt freuen wir uns natürlich zum Sammeln, wenn wir noch weitere Sammler gewinnen, die mit uns auf die Straßen gehen. Wer sich uns anschließen will, kann auf der Homepage in den Sammelkalender schauen und dort zum Beispiel selbst Treffpunkte, Termine eintragen, zu denen sich andere anschließen können, oder kann auch selbst einfach sich den Aktiven anschließen und zu verschiedenen Terminen kommen. Jetzt noch 1-2 Sätze zu unserer Finanzierung. Wir haben für dieses eine Kampagnenjahr von Juni 2012 bis Juni 2013 ein Budget von 130.000 Euro veranschlagt. Davon sind mittlerweile durch viele Spenden und Finanzanträge an Stiftungen mittlerweile 100.000 Euro gedeckt. Es fehlen aber noch 30.000 Euro. Und um diese Finanzierungslücke noch zu decken, möchten wir hiermit auch einen Spendenaufruf starten und die Berlinerinnen und Berliner um Spenden bitten, damit eben diese zweite Phase des Volksbegehrens erfolgt. Ganz herzlichen Dank. Sie haben alles jetzt gehört, was Sie auf dem Podium hier zu sagen haben, und wir würden Sie jetzt ganz herzlich um Fragen bitten. Ja, über offene Liebe Berlin, ich habe eine kleine Ergänzung. Ein Sammelpunkt wird uns sein, das Umweltfestival, wo wieder mit 100.000 Menschen am 1. und 2. Februar, 1. und 2. Juli, am Frankfurter Tor, das ist ja 9 Tage vor Ende. Meine Damen und Herren, bitte laufen Sie jetzt nicht weg. Wir wollten Ihnen noch einen Song, wenigstens, wenn Sie schon keine Fragen mehr haben, wenigstens einen Song der Klimakapelle des Berliner Energietisches und Ihnen noch was vorsehen. Sie können ein bisschen unter Strom setzen. Jetzt entscheide ich einfach, jetzt geht ihr auch noch weg. Sehen, ich habe jetzt hier so aufgeregt, weil jeder, weil ich wirklich gerne möchte, dass die jungen Herren auch hier richtiges Publikum haben. Lassen Sie sich erfreuen und wie gesagt, heißt es nicht nur. Man kommt auch das, was habe ich von denen geklaut, aus ihrem Text eigene Stadtwerke wagen. Also ich sehe, dass es nicht auf meinem Niveau ist.